Leute und herzlich willkommen zurück zu den Muppet Adventures. Wir haben in der letzten Folge das trübste Wasser abgeschlossen. Ich habe zwar immer oft eine sehr trübe Ausstrahlung, eine monotone Stimme, aber das Wasser war dann doch nicht trüb genug. Meine Monotonie hat dann noch ein wenig drüber gestanden, ließe sich dementsprechend nicht davon unterkriegen und wir wollten jetzt, ach bevor ich es wieder vergesse, 14. April um 18.17 Uhr. Wir wollten jetzt die Brautrutsche machen, aber... Und wir werden, wenn wir raufdrücken, werden wir direkt wieder darüber geböllert, was ja nicht so wirklich Sinn macht. Hat mich dann doch jetzt auch nochmal vor der Aufnahme überrascht. Wir hatten ja am Ende der letzten Folge das Thema, dass wir dann jetzt hier vielleicht doch nochmal endlich in dieses Level nochmal gehen dürfen und es endlich abschließen dürfen. Und ja... Es sind jetzt wieder 1,5 Tage, naja, eher so nicht ganz, ne? So 24 Stunden oder so vergangen. Und ja, es hat mich eben wieder überrascht. Ich dachte mir, ja stimmt, fuck, da war ja was. Gott verdammt, dieses Spiel, ja. Ich weiß immer noch nicht, was es sich herausnimmt und das war dieses Level. Das war ja auch so ein Moment, wo wir so 1-2 Monate Pause gemacht haben, nicht wahr? Ja, naja, also ich meine, wow, jetzt werde ich ja auch noch gleich abgeschossen. Ja, es fehlen noch 3 Stück und bla und Keks, aber das ist ja, es liegt ja auch da. Moment, dann muss ich ja, oh Gott. Ja, das ist halt so das Holocaustrianische. Dadurch, dass es ja so weit hinten ist, muss ich ja dann, ich muss ja trotzdem nochmal rein. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Naja. Ja, Gott war mir tatsächlich, hatte ich das, ich hatte das glaube ich beim letzten Mal erzählt, ne, dass ich richtig heftige Fortschritte in jedem Spiel gemacht habe und wir können ja an dieser Stelle dementsprechend einfach mal wieder eine schöne Cross-Promo oder zu Deutsch eine Kreuzwerbung machen. Kreuzwerbung, Moment, hat das was mit Jesus zu tun? Wir machen Werbung für das... Ja, vielleicht nicht für das Jesuskreuz. Oh, stimmt, die Schalter. Falls ich irgendwo einen Schalter übersehen habe, hoffentlich nicht. Wir machen Werbung für das Rote Kreuz. Schätzungsweise sollte man aber vielleicht auch nicht machen. Da hört man... Hat man auch das ein oder andere Böse tatsächlich gehört. Und da oben, ja, gut. Ne, da weiß ich nicht, ob ich da schon hätte rankommen können. Ui... Schön ausgewichter Lied. Auf jeden Fall, ja, Ninja Shadow of Darkness. Da sind wir auch wieder sehr, sehr weit gekommen in den letzten Tagen. Ich spiele das ja, habe ich es gesagt, spiele das ja gerade parallel. Ne? Ich mache das jetzt wieder meine aktuelle Strategie, hatte ich auch schon öfter mal. Ich mache jetzt hier 2 Folgen, dann spiele ich 2 Folgen Ninja und dann noch 2 Folgen Mario und so weiter. Und ich komme sehr, sehr gut voran, ja. Also bei Ninja hatten wir das Thema, dass ich da... gefühlt 20 Folgen am selben Level hing, aber ja, das nächste war dann okayisch. Also, zugegebenerweise, ich habe es nicht ganz geschafft, ich bin am letzten Sprung hängen geblieben, aber das lag auch, ja, Auschwitz. Aber ja, die Unsterblichkeitsframes, wie man gesehen hat, ne? Es lag tatsächlich nicht an mir, sondern irgendwie, das ist ja so ein Spiel mit festen Kamerafahrten und ihr kennt ja diese alten Jump'n'Runs. Da war das ja so, dass wenn man irgendwo hinspringt, wo die Kamera dich nicht mehr sieht, dann bist du tot und eigentlich, ach, schaut euch das an, das ist schwierig zu erklären, beziehungsweise ich habe es euch jetzt gerade vielleicht eingeblendet, oben links, oben rechts. Es macht überhaupt gar keinen Sinn, ist aber tatsächlich passiert und ich habe jetzt eben nochmal nachgeschaut und habe dann gesehen, dass man da eigentlich... ja, wir waren kurz vorm Ende, also das werde ich dann hier nach dem Muppets auch definitiv weiter spielen. Und bei Mario, ja, da hatten wir letztens einen sehr, sehr, ich baue Scheiße, ne, interessanten geheimen Ausgang. Der hat mich da auch so gefühlt 10, 15 Minuten gekostet, aber letztendlich haben wir es geschafft. Und das, ja, das tut mir jetzt leid. Ich versuche jetzt hier gerade, wie man ja hört, so tunnelblickmäßig und so weiter, folge einfach den Pfeilen, oder? Ich weiß nicht, weil das ist jetzt, ja, nämlich eine muttergefickte holocaustianische Auschwitz. Ach so, die waren mal klein. Scheiße, die ich halt, wie gesagt, nicht verdient habe. Ich glaube, wir haben jetzt... Für die Leute, die jetzt irgendwie wieder zwischenschalten und nicht die anderen Folgen gesehen haben, weil sie querschnittsgelähmte Hurensöhne sind. Wir haben das Level schon 2-3 Mal bis zu dem Punkt halt gespielt, schätzungsweise bis kurz vor dem Ende hin. Und ja, es gibt nichts zu tun, es gibt nichts zum Einsammeln und so weiter. Von daher bin ich da jetzt auch sehr, sehr stur, passiv-aggressiv, arrogantes Arschloch sowieso immer. Das ist ja alles... Ist ja einfach Standard bei mir, lululululul. Und hab da halt wirklich keinen Bock drauf, ja.
eben weil ich weiß, dass ich dann sowieso gleich nochmal rein muss, ja, weil uns fehlen ja, wir haben das Level nicht offiziell abgeschlossen. Das heißt, uns fehlen nicht nur die Sterne, sondern natürlich auch wieder die Münzen, ja. Und ich hatte mir jetzt ehrlich gesagt diese 40, knapp geplanten 40 Minuten, wahrscheinlich ein bisschen weniger, weil ich auch in letzter Zeit überzogen habe, die habe ich mir tatsächlich ein wenig anders, ein wenig interessanter vorgestellt. Unter anderem, wie gesagt, habe ich ja erst in den letzten Sekunden ist mir wieder eingefallen, dass ich die Scheiße machen muss. Eigentlich war ich jetzt in Boss-Time-Stimmung. Aber so ist das bei diesem Spiel. Ja, da, was auch immer du... okay. Was auch immer du fühlst, du kannst es... Double Kill. Du kannst es direkt wegschmeißen, weil das Spiel sowieso hier immer anderer Meinung ist und... okay, das ist ja interessant. Das ist ja unangenehm tatsächlich. Aber ja, wenn wir schon mal hier sind, können wir ja direkt mal testen, ob wir jetzt vielleicht rangelassen werden, ne? Das hätte ich schon haben können, Leute. Ja, aber das ist, wie gesagt, der Zauber dieses Levels hier. Vielleicht ist es auch irgendwie ein Übersetzungsfehler oder so, also ein ziemlich heftiger dann wahrscheinlich in allen Sprachen. Weil es ja dem Longplayer auch passiert ist, dass du, dass der eigentlich Piggy sagen wollte. Oder wer auch immer da jetzt als Boss kommt. Ja, weil er hat ja Care-Monster gesagt, also Kermit. Wir gucken mal. Dios mio, bist du nicht zu alt, um mit Bauklötzen zu spielen, okay? Was? Meinetwegen. Aber bitte warte damit, bis du Carmen rettest, okay? Mit Klötzen spielen. Jetzt ist er verbuggt. Okay. Warte, lass mal schnell hier. Warte. Pass auf. Oh. Klötzen spielen. Ja. Unglaublich. Ja, geil. Also so kann man ihn dann doch abbrechen. Ja. Schnell mal abhauen, bevor er sein Gelaber fertig hat. Ja, also es macht keinen Sinn. Und ich weiß nicht, ob es dann jetzt geht nach dem Bosskampf oder ob ich irgendwas falsch verstanden habe und Kermit dann, ich meine, der letzte Boss ist der Professor. Man hat ja so Bilder gesehen und so weiter. Es gibt ja nur noch zwei Bosse, ne? Von daher. Gut. Genau, guck, dass die fucking Miss Piggy, die Brautrutsche, immer noch gemorpht. Sie war ja der Meinung, mal eben schnell Ägypten nachbauen zu wollen. Und ja, wir werden sie jetzt mal in ihre Schranken weisen, werden sie darauf hinweisen, dass sie, wenn sie denn nicht ein Stofftier ist, sondern ein Fleischwesen, dass sie demnächst auf die Schlachtbank kommt. Ja, es sei denn, sie ist dieses tapfere Schwein, welches den... Okay? Sieht nach einem Wettrennen aus. Kermonsters rutscht den eisigen Hang hier. Mach das nochmal. Pass auf, wen du ein Monster nennst, Froschjunge! Ja, ich wollte gerade. Vorsichtig steuern, okay? Wie lang? Dankeschön. Wollte gerade den Witz, die Anspielung auf das machen, was ich mal in einer Mario-Folge thematisiert habe. Da gab es nämlich tatsächlich, ich glaube, es war in Österreich ein Schwein, welches geschlachtet werden sollte? Nee, ich glaube, nee, das war nicht in Österreich, war woanders. Jedenfalls, das konnte sich dann wehren und hat den Schlachter dann irgendwie weggestoßen und der ist dabei gestorben. Und naja, gut, tut mir leid, Witz jetzt an schlechter Stelle positioniert. Nee, ich habe ja vergessen, dieses Spiel, wenn es nicht gerade damit beschäftigt ist, mir Levelenden zu verwehren, muss ich natürlich auch die Texte ganz schnell lesen, weil man ja nicht nur zu dumm ist, das selber zu vertonen, sondern, ja, man kann es dann auch nicht zurückspulen. Ojemini, die Braut des Care-Monsters rutscht den eisigen Hang hinab. Sie denkt wohl, du bist ihr Friseur oder so. Fange sie dreimal auf, meide die Straßenabsperrungen, die sie dir in den Weg legt. Oder sind das Eisblöcke? Dir, schlauem Frosch, muss ich ja wohl nicht sagen, dass du auf dem Pfad bleiben musst. Was? Pass auf, wen du ein Monster nennst! Ein Frosch und ein Schwein? Ihr habt doch gerade zugehört, oder? Die Frau von Care-Monster? Ja, also, wie ich gesagt habe, rennisch, auffangerisch, ja, nur, also nette Geschichte. Der Geisterfreund kann Teile der Gleise zerstören, okay? Wieder mal an dieser Stelle, naja, ich vergaß. Das, weißt du, du willst deine Texte nicht vorlesen, aber er dreist es dich dazu, dann einfach im Kampf hineinzureden. Und da sehen wir den Karateschlag. Tatsächlich macht sie aber, wie es sich gehört, Haya, ja. Also, ich weiß nicht, wo du da dein Küsschen-Küsschen-Gelaber her hast, aber Haya würde mir tatsächlich besser gefallen, wenn du das machen würdest. Habe ich was falsch gemacht?
Lol. Und man muss es noch nicht mal selber... Okay. Selbe Strecke, nur mehr Hindernisse wahrscheinlich, ne? Was ist da oben? Pinguin? Okay. Hätte ich den... Ich kann ja nichts machen. Ich kann ja auch nicht schneller sein oder so. Ich dachte, darum geht's vielleicht, dass du, ne, dass du sie irgendwie einholst oder so. Jetzt muss ich auch spontan an Mario 64 denken. Da musste man auch gegen so einen Pinguin Wettrennen fahren, ne? Hat jetzt überhaupt gar nichts damit zu tun, aber ja doch, es ist eisig. Es ist eisig, da habe ich die Verbindung gezogen tatsächlich. Lululululul. Apropos Verbindung ziehen, man darf sich ja demnächst legal in Deutschland Joints ziehen, ne? Warum, wieso, weshalb? Mal kurz angemerkt, ja, schätzungsweise um die Leute halt noch dümmer zu halten, ne? Ich meine, was könnte es... Welches Volk könnte leichter zu kontrollieren sein, als das, dass ich legal zukiffen kann, ja? Dann wiederum, ich meine, in Österreich ist es legal oder gibt es da nichts? Bin ich direkt gestorben oder hatte ich nur ein Herz? Die Frage... Steuern, okay? Oh... Oh nein... Ich meine, der Boss ist ein Selbstläufer und ja, vielleicht gerade... Deswegen... das sah nicht gesund aus. Ist das jetzt umso mehr behindert? Ich weiß nicht, ob das ein Insta-Kill war, ob ich noch Herzen hatte. Ja gut, dann kann ich ja weiterreden. Ja, ich meine, das ist in Österreich, in der Schweiz definitiv, vielleicht verwechsel ich da oder jetzt auch so ein bisschen was. Aber ja, die Österreicher, ne, die haben uns ja quasi die Impfpflicht vom Hals gejagt. Von daher ist das eigentlich genau eher das Gegenteil. Das Kiffen scheint ja da drüben Wunder zu wirken. Wenn es das, wie gesagt, es kann sein, dass ich das jetzt mit der Schweiz verwechsel, dann tut es mir natürlich leid. Ne? Also Respekt an die Österreicher an dieser Stelle. Zumindest an die, die halt, ne? Ich habe ja da auch mal so einen Österreicher im Freundeskreis gehabt. Aber der wiederum hat mich ja als Spinne abgestempelt. Von daher, es ist natürlich nicht die Mehrheit gewesen, aber immer noch mehr gut. Gut genug, viel genug, mir fallen jetzt nicht die richtigen Wörter ein, um da für den nötigen Stoff zu sorgen. Von daher, Grüße gehen natürlich an dieser Stelle auch nochmal speziell raus an Martin Sellner. Ganz klar. Guter Mann, sehr, sehr guter Mann. Der steht ja, wird ja im Mai tatsächlich vor Gericht stehen, ne? Der hat da wohl irgendwie auf Telegram... ja, ich meine, er hat auf Telegram irgendwas gepostet und die Leute... die Regierung ist der Meinung, sie könnten ihn jetzt aufgrund von irgendwelchen Beleidigungen endlich mal vor Gericht zerren und so weiter. Ja, absurde Geschichte. Ist das jetzt was anderes? Ist dasselbe? Ja, ich bin wieder sofort Todmutter, gefickte Holocaust, Janische, Auschwitz, Wixbum, Kackfick, Scheiße. Da gibt's ein Safe State, würde ich sagen, oder? Nach dieser Runde gibt's hier ein Safe State. Weil, sorry. Also, weißt du, für gewöhnlich... Verlierst du dann ein Herz oder so? Aber der Gleise zerstören, okay? Es macht irgendwie keinen Sinn. Ich wollte gerade sagen, es scheint ja so hart konzipiert zu sein. Du musst dir an ihr dranbleiben, aber nein. Also ich meine, was genau mache ich denn? Was genau mache ich denn? Ich fahre, okay, aber ich erwische sie ja auch nicht. Und erster vor ihr komme ich auch nicht ins Ziel. Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Das ist so geil, ne? Wie ich am Anfang das wieder gelobt habe, aber ja, war ja klar, dass das Ding Haken hat, ey. Pass mal auf, dass ich keine Kreuze ranhänge, Alter. Lululululul. Ja, da kommt natürlich der Frust auf, ne? Ja, machen wir... Muss natürlich, warten? Oder war das die dritte... Ich bin mir gerade nicht sicher. War das die dritte Runde? Kommen die jetzt, die Wichser? Ach, das war schon die... Ja, aber ich weiß nicht, hatten die 4 oder 3 Leben oder war das hier? Guck mal, das macht überhaupt gar keinen Schaden, was die Alte da... Okay, ja, das habe ich jetzt bei meinen Monologen gar nicht bemerkt, dass wir... Das, ja, das ist ja noch schlimmer. Dass das die dritte Runde war. Ja, dritte Runde, 3 Herzen verlieren, vielleicht ist ja das deren, Rechnung. Tja... Da haben sie wohl die Rechnung ohne den Wirten gemacht, ohne den Froschi. Dann ja, wie gesagt, ich kann jetzt nur nicht Pause drücken. So, ihr seht ja, wenn die schwarzen Balken... okay. Da hat man aber wirklich nicht viel Zeit, ne? Ich meine, das ist so ein... Ja. Es ist so eine Crash Bandicoot Hogride-Geschichte, dann kann man ja eigentlich nur... Genau, das kann ja da nur eine Lösung geben, wenn es so hart getimed ist. Und gut, dann wird das jetzt wahrscheinlich wieder passieren. Das ist offensichtlich, da wollte ich ein bisschen ab...
kürzen. Hab ein bisschen an Geschwindigkeit verloren, aber ich glaube, es ist ja auch ein bisschen langsamer geworden. Gut, das mache ich dann so und so, ja. Ja, wenn man dann direkt neu laden kann und an der Stelle ist, dann... Ja, aber, ja, es ist schon schwachsinnig, was ich sage. Das hätte man sich auch eigentlich merken können, so. Ich habe halt mich halt immer rechts gehalten, hätte ich mich halt links gehalten. Und der Rest, der sieht man ja, geht ja, aber, naja. So, hier auch, ne, es ist... Ha! Ich glaube, ich habe den Pinguin penetriert. Das, ja, sorry, aber geh kacken, ganz ehrlich, ey. Ja. Bin so herrlich verschlagen. Hat's Maul, Schlampe. Hier kann ich mal sagen, das ist wirklich ein Schwein, ne? Das ist kein Fettshaming. Ah, sieht schon so besser aus, muss man fairerweise sagen. Du bist ein Held für moi, kleiner Robin. Für mich, ja. Also, ich hab nur übersetzt. Ja, bin jetzt nicht so der Rock-Fan und so weiter. Sekretären-Fan. Ich finde, da muss man einfach die richtigen Beine haben, aber okay. Es ist ja Kermits Frau, nicht meine. Von daher, schön, Leute. Dann haben wir in dieser Folge dann doch tatsächlich noch den Boss geschafft. Herzlichen Glückwunsch, ja. Dann, guck mal, man sieht hier auch, ja doch ganz hinten, ne, das ist der letzte Boss. Wir werden jetzt... Also dann in der nächsten Folge nochmal in das andere Level gehen, um dann mal herausfinden zu können, ob es tatsächlich ein Fehler war oder nicht. Ja, in diesem Sinne, also, ja, wir haben schon mal wieder so ein bisschen was gelernt. Die Österreicher, die hauen schon rein, ja, die sind ja auf jeden Fall besser als die Deutschen, so viel ist sicher. Nicht ganz so stark wie die Leute in Frankreich, ne, was Demonstrationen angeht, sind die ja noch heftiger und so weiter. Aber ja, das ist da schön, definitiv schön mit der Impfpflicht gelaufen bei den Österreichern. Die konnten sich schön zur Wehr setzen. Ja, kiffen, legal, illegal, meine Meinung dazu. Naja, es gibt ja auch Leute aus der Freiheitsbewegung, die meinen, dass das gut für die Gesundheit sei oder so. Also, ja, ich sag mal so, gut, es steht es schon fest, inwiefern, es kann natürlich auch sein, dass man den Weg der Arznei geht und sagt, kranke Leute kiffen dürfen. Das wäre so eine Sache, wo ich sagen würde, ja, wahrscheinlich gesünder als Medikamente, ne, weil... Kiffen, weil hier, wie heißt das, Hanf und ne, man sieht, ich habe da nicht so viel Ahnung von. Es sind ja pflanzliche Sachen, ne, von daher, ja, würde ich sagen, okay, aber ja, ne, wie gesagt, die Leute, naja, dann wiederum, ich meine, ja, das ist so der Punkt, es könnte sie, und das ist vielleicht die Intention, sie nicht dümmer zu halten, sondern entspannter zu machen, ja. Dann wiederum, ich meine, wenn ich mal daran denke, wie aggressiv die Leute mir gegenüber teilweise sind und natürlich auch andersrum, ganz klar. Ja, das ist so, man bekämpft ja dann Feuer mit Feuer an der Stelle. Ja, könnte halt potenziell, weiß nicht, ob man dann damit fahren darf oder so, weil das meiner Meinung nach gab es ja auch mal Zeiten, wo man nicht bekifft Auto fahren dürfte. Von daher, ja, also ich sehe da mehr nach als Vorteile. Schätzungsweise und deswegen wurde das ja auch umgesetzt, aber ja, falls ihr da diesbezüglich nicht auf dem Laufenden wart. Ja, wir werden jetzt aber Richtung neue, nächste Folge laufen und mal schauen, entweder wir kloppen das alte Level nochmal zweimal schnell durch oder wir dürfen uns in der nächsten Folge mit dem Monsterkloster auseinandersetzen. Ist das irgendwie ein Hinweis auf die Welt im Jahr 2023? Ja, dann müsste ja eher da stehen die Irrenanstalt, ne? Die weltweite Irrenanstalt. Aber ja, Monsterkloster, das ist auch mal so ein Wort, welches ich so noch nie akustisch wiedergeben dürfte. Von daher bin gespannt, was es wird. Ich denke so ein bisschen wieder an Ape Escape, so, ja, wie heißen die Dinge? Einfach so Mönchhäuser hoch oben in den Bergen oder so, weil ich meine, Eis, hatten wir hier schon Eis? Also gerade eben, aber ansonsten hatten wir schon Eislevel? Nee, ne? Von daher, das würde vielleicht auch passen an dieser Stelle, um dann mal wieder dieses Eisklischee eingeführt zu haben. Ja, shit, das wird sein. Guck mal, rechts neben dem Level, da ist ein Schneemann-Symbol und daneben ist ein... Ja, okay, gut, fuck. Es wird eine Eisabteilung sein. Wow, Eisphysik. Ich habe sowas von überhaupt gar keinen Bock drauf, ne? Ja, yeah. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. See ya.